Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 1954 Alcatraz mit Joe und Mason und Chiquita ohne Banana. Die wollte mir was basteln, weil wir so haben, glaube ich, jetzt gleich einen Kampf mit Gaspipes überstehen. Toll. Nur noch einen und du bekommst deine neue Schutzweste. Aha. Okay. Bitteschön. Das reicht für eine Weste. Ich mache mich an die Arbeit. Ja, aber schnell. Hier hast du deine Weste. Handgeschneidert. Steht dir. Mhm. Meine Schutzweste. Muss nicht sein. Mhm. Haben wir alles soweit? Ich weiß zwar jetzt nicht, wofür wir das hier brauchen, aber das wird sich ja noch zeigen. So, wir haben die Weste. Ich bin soweit. Vorwärts! Hopp, hopp! Auf zum Kraftwerk. Mit der Kaffeetasse. Hallo? Oh, lass mich doch nicht immer so warten. So. Kann ich die jetzt anziehen? Huch! Nein, die brauche ich für den Kampf gegen Gaspipe. Okay. Ich weiß, was du suchst. Aber du kriegst den nicht. Er gehört mir. Komm schon. Er schlägt mich mit einem Wagenheber. Oh, bist flink, Junge. Aber irgendwann erwische ich dich. Genug geredet. Ich komme hier ohne dich raus. Jetzt komm schon, fall um! Huch! Shit, sein Kopf ist zu gut gedeckt. Erst ein paar schmutzige Tricks, dann der K.O.-Schlag. Nee. Das klappt irgendwie nicht. Er haut mich jedes Mal. Ich kann nichts machen hier. Sein Kopf ist zu gut gedeckt. Erst ein paar schmutzige Tricks, dann der K.O.-Schlag. Wenn ich schnell bin, könnte ich da einen Treffer landen. Shit, sein Kopf ist zu gut gedeckt. Also jetzt drücke ich mal mit rechts. Ich sehe hier noch nicht so ganz durch. Hallo, Maus. Erst ein paar schmutzige Hallo? Ich habe keinen Mauszeiger, ich kann ja nichts machen. Ein paar mehr und erst hin. Und den Kopf, den gibt er nicht frei. Besser täuschen und dann woanders zuschlagen. Aha. Shit, sein Kopf ist zu gut. Ja, doch. Erst ein paar schmutzige Tricks, dann der K.O.-Schlag. Er sieht übel aus. Ich habe keine Maus. Du hast mein Leben ruiniert. Du kannst mich nicht besiegen. Er blutet stark. Fast geschafft. Aha. Oh ja. Dafür, dass ich ihn hier unten hinhau. Okay, bring die beiden auf die Krankenstation. Ich habe ihn doch gar nicht auf den Kopf gehauen. Tut mir leid, Gaspipe, aber du hast angefangen. Warum bringt ihr euch nicht einfach um? Dann könnte ich jetzt nach Hause gehen. Das ist ja ein Doktor. Mir ist egal, ob du stirbst. Mir nicht. Sieht für mich anders aus. Wer sich mit Gaspipe anlegt, hält nicht viel von seinem eigenen Leben. Es ist ihr Job. Behalt's für dich. Aber ich werde nicht pro Patient bezahlt. Haben Sie kein Eid abgelegt? Ach, die meisten von euch haben eh den Stuhl verdient. Warum bist du auf der Insel? Bewaffneter Überfall. Versuch's nochmal mit der Wahrheit. Dafür landet man hier nicht.
Anschließend bin ich aus Leavenworth ausgebrochen. Mehrfach. Ich wollte nach Hause zu meiner Frau. Irgendjemanden umgebracht? Nein. Ich habe Feinde da draußen, hier bin ich sicher und kann mich in Ruhe erholen. Mhm. Es gibt einen Drogenring auf der Insel. Ich kann helfen, ihn zu sprengen. Die Medikamente würden nicht mehr verschwinden und die Zahl der Junkies würde zurückgehen. Weniger von euch Simulanten, weniger Ärger. Ich habe Feinde da draußen. Hier bin ich sicher und kann mich in Ruhe erholen. Wie tragisch. Ich fange gleich an zu heulen. So, muss los. Die letzte Fähre geht gleich. Wir haben uns nichts zu sagen. Vergeude nicht meine Zeit. Bringt ihn in einen der Stationsräume. Mhm. Ja. Toll. Waschbecken. Ich sollte mich an kaltes Wasser gewöhnen. Bett? Fenster. Es bewegt sich kein Stück. Immerhin ist die Aussicht gut. Ganz schön dichter Nebel heute. Oh, das wäre günstig. Schloss, Waschbecken, Fensterbank. Ein verbogener Nagel. Oh, den können wir gebrauchen. Warum lässt man da verbogene Nagel drin? Glühbirne? Huch! Au, shit! Und nun? Zeitverschwendung. Da ist nichts mehr zu holen. Warum muss ich die jetzt zerbrechen? Schloss. Ich brauche das passende Werkzeug. Haben wir doch. Wir nehmen mal den verbogenen Nagel. Huch! Das war ja einfach. Das Bett anstarren nützt auch nichts. Ich muss in Bewegung bleiben. Da ist nichts mehr zu holen. Okay, dann haben wir hier alles durch, ne? Was ist das? Panikknopf. Oh, den drücke ich mal nicht. Klinikflur? Klinikflur. Was für ein Tritt in die Eier. Hast du gelesen, was sie ihm geschrieben hat? Lagerraum. Andere Kranken. Behandlungsraum. Der Doktor kennt. Was passiert, wenn... Sieht aus, als wird der Doc ein Nickerchen machen. Passt ganz gut. Oh, den brauchen wir. Mehr Müll. Heizung. Waschbecken. Stuhl. Könnte nützlich werden. Und jetzt? Wer es raus hat, hat's raus. Huch! Okay, so kann man zum Wagenheber kommen. Das war jetzt aber auch wieder ein Schuss ins Blaue. Der Doc, was ist da? Patientenakten. Geheim. Ich brauche keinen Papierkram. Aber... Hank stirbt an Tuberkulose. Oh. Das hilft mir nicht bei meinem Ausbruch. Aber du könntest Christine anrufen. Das gäbe nur Ärger, wenn ich sie da runterhole. Was haben wir hier? Die Heizung? Das hilft mir nicht bei meinem Ausbruch. Das hilft mir nicht bei meinem Ausbruch. Du hast wiederholst dich. Waschbecken? Ich bin schon sauber. Wirklich? Das können wir doch bestimmt zu was gebrauchen. Ausbruch. Das hilft mir nicht bei meinem Aber Ausbruch. Aber das ist Anästhetikum. Jung, mehr Müll? Christine lacht sich weg, wenn sie das hört. Oh, was haben wir denn da gefunden? Ein blutiges Hemd. Das wird nichts. Na gut.
Dann war ja da noch... Der Typ kommt einfach so aus dem Nichts. Da wollte ich gar nicht rein. Hanks Fenster. Ich hoffe, das Fenster wurde inzwischen nicht repariert. Ach, da können wir raus. Aber warte mal, da wollte ich doch noch gar nicht rein. Sie hat einfach alle fünf mit rauf in ihr Schlafzimmer genommen. Oh, ich gehe mal lieber schnell wieder hier rein. Das passiert, wenn... Hatte ich denn hier jetzt alles gelesen? Eine Patrone. Ach so, hier gibt's noch mehr. Deswegen schlagen die Metalldetektoren bei ihm immer aus. Interessant. An Chiquita soll eine Lobotomie durchgeführt werden. Das ist die Akte von Birdman. Besessen von Vögeln. Klar, das wusste ich. Sauberkeitsfimmel. Spielt mit den Wachen Schach. Keine Ausbruchsversuche. Keine Ausbruchsversuche. Keine Ausbruchsversuche. Okay, dann haben wir ja noch ein paar Infos erhalten. Ja, hier war doch aber noch ein Lager. Ich bin für ein paar Nächte in der Stadt. Immer der gleiche Käse. Ein Lager, ein Erste-Hilfe-Kasten, ein Fenster, Kabel, ein Kalender, alter Lichtschalter, Handtuch. Handtuch ist immer gut. Was ist das? Putzzeug. Guter Fund. Ja, ich weiß. Sicherung? Interessant. Der letzte Techniker hat eine TK-337 hier gelassen. Das läuft auch mit Telefonen. Aber wem sage ich das? Nimm's dir. Erste-Hilfe-Kasten. Was haben wir da? Putzzeug. Könnte nützlich werden. Ich weiß zwar jetzt noch nicht, was wir putzen müssen. Was haben wir denn noch? Ein Pin-Up-Kalender? Vielleicht später. Solche Kurven sind hier bares Geld. Kabel? Wenn ich den Strom abstelle, errege ich nur unnötig Aufmerksamkeit. Stimmt. Unter anderen Umständen wäre das vielleicht ein schlauer Schachzug gewesen. Aber den Plan ändern ist jetzt nicht mehr. Ja, ich muss in Birdmans Zelle. Was ist das hier? Stromkasten. Es ist zugeschweißt. Ich werde es nie aufbekommen. Zugeschweißt. Ein Griff? Wo haben wir den Griff her? 2,5 Meter Seil. Ich binde die hier zusammen. Okay, das war naheliegend. Was haben wir denn? Ein Griff? Was ist das denn? Eine Handkurbel. Aha. Oh. Mein Messer ist gut. Messergriff. Sie sind alle gesichert. Da kommt keiner raus. Ist hier denn noch irgendwas? Sicherungsliste? Ich sollte sie hier lassen. Ich weiß ja jetzt, wo ich sie finden kann. Klinikflur. Was haben wir denn noch alles? Putzmittel. Gefährliche Mischung. Jetzt habe ich eine Rauchbombe. Super. Jetzt haben wir eine Rauchbombe. Vielleicht dazu? Genau. Jetzt funktioniert der Wagenheber wieder. Oh, ich bin schlau. Was kann ich noch machen? Die kombinieren? Sie passen perfekt zusammen. Gut. Ich habe mir ein Störgerät gebastelt. Aha. Wofür? Wir haben jetzt einen Wagenheber, ein Störgerät, eine Rauchbombe, ein Seil, ein blutiges Hemd. Das wird nichts. Na gut. Das wird nichts. Das wird nichts. Na gut, das sind die Fluchtpläne. Waren wir ja wieder recht erfolgreich. Dann werde ich jetzt mal nochmal in Birdmans Dingens gehen. Was war da noch?
Behandlungsraum. Sie hat einfach alle meine fünf Krankenzelle, in ihr Schlafzimmer genommen. Andere Krankenzelle? Abgeschlossen. Ach so. Wir haben einen Nagel. Nein, der Nagel bringt mich hier nicht weiter. Okay. Den gehen wir mal zu Birdman. Der mag doch Vögel. Stand in seiner Akte. Und wir haben zwar kein Vogel, aber ein Ei. Geht das? Was Vögel angeht, bin ich ein Genie. Sie haben sie mir alle weggenommen. Oh. Mein Buch über Vogelkrankheiten hat sich 12.000 Mal verkauft. Ich selbst habe es nie gesehen. Nicht gedruckt. Hm? Können wir die aufmachen? Da. Wenn du hier reinkommst, bringe ich dich um. Bevor ich rein kann, muss ich mit Birdman fertig werden. Mhm. Er ist völlig durchgedreht. Also kommen wir hier jetzt auch nicht weiter. Ich gehe mal vorsichtshalber, denn wieder... Sie hat einfach alle fünf mit rauf in ihr Schlafzimmer genommen. Bert? Gehen wir mal lieber wieder in die Zelle. Kann man die Tür wieder zumachen? Nein. Der Lizard sagte, dass er seinen Kopf im Bett zurücklassen wollte, um die Häftlingszählung zu überlisten. Den Kopf... Könnte als Dummy halten, aber so richtig überzeugend ist er noch nicht. Mhm. Das wird nicht klappen. Mhm. Also das Hemd brauchen wir, um irgendwas zu basteln. Aber vielleicht brauchen wir noch mehr. Okay, aber wir sind auch wieder am Folgenende angekommen. Ich werde mir mal überlegen, vielleicht mache ich mal mit Christine weiter. Ich wollte ja immer noch zu Mickey. Na gut. Bis zum nächsten Mal, dann, Freunde. Tschüss.